Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de.vr. Es ist fast unvorstellbar, aber es ist die Wahrheit. Ich kann euch heute endlich Lone Echo 2 zeigen. Eines der meist erwartetsten VR-Spiele überhaupt. Und es hat lange gedauert, es ist oft verschoben worden und jetzt ist es soweit und wir schauen, ist das auch wirklich so geil wie der Vorgänger. Das ist ja ein Abenteuerspiel, was so im Weltraum stattfindet, mit toller Grafik und so. Und ich werde euch mal einige Szenen aus dem Spiel zeigen. Bei mir geht es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren, Woodlus VR, Oppermann Events, Peter Wasmer, Virtual Escape, Slim Beats und VR Cover. Alle Links zu meinen Sponsoren und deren Produkte findet ihr auch in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, willkommen im Spiel. Ich zeige euch als erstes mal einfach das Menü, was wir hier machen können. Also wir können Smooth Turning oder Incremental, also Snap Turning machen. Joystick, Pitch. Das ist alles übrigens auf Englisch, ne? Wie stark die Kamera wackelt und so. Also, dann haben wir noch die Grafikqualität, können wir ändern. Hier ist alles auf High. Gut, das Anti-Lasing hat er jetzt nicht angemacht. Aber ich kann euch gleich mal zeigen, wie das aussieht. Hier sehen wir einmal die Controller-Übersicht. Hier können wir noch die Musik. Hier können wir Farbenblind-Modus machen. Und hier können wir noch den Monitor Sharpening und Fullscreen anmachen. So. Und bam. Da sind wir. Ist das nicht zauberhaft, wie das hier schon wieder aussieht, Leute? Also, ich habe selten so ein toll aussehendes VR-Spiel gesehen, ja. Also, das kann hier definitiv auch mit Half-Life Alyx von der Grafik mit mithalten. But it wasn't. It was a human ship from the future. This future. Right, but here's the thing. Look at this AI core from the Astraea. I've been on the station for a while and I can find nothing. Not a single piece of tech compatible with this core. Almost as if it doesn't belong here. Also wir können auf den... That is odd. That's far from the only mystery I'm trying to solve. Also A und Y können wir so rumboosten. Ja? Seht ihr das? So. So, mit der Grip-Taste können wir uns hier festhalten. Much like the one we had back home on the Kronos. Apart from one small difference. Which is? It doesn't work. The display emitter's shot. If we can replace the emitter, get this thing working, we might be able to access the facility's mainframe. So, jetzt können wir nämlich antworten. I assume you've already checked for a spare. Indem wir auf die A oder X-Taste drücken. No luck. Und dann auf dem Tablet was auswählen. A friend. He'll be along shortly with one of the cargo drones. Captain Rhodes, speaking of the cargo drone. Is it on approach? It is, yes. We'll need you to open the outer door, so the cargo drone can dock with the hab. Jack, would you mind terribly? Not at all. Splendid. Hallo. The controls are up here. Guck mal, wie toll das hier aussieht. Guck mal, die Grafik. Also das ist schon... Da haut's dich schon um, ne? Übrigens, die mag das gar nicht, wenn man sich an der festhält. Yes, Jack. Guck, dann macht die hier so. Die, wenn wir uns an den Füßen festhalten, dann kickt die uns sogar weg. Ich versuch's nochmal. So, was müssen wir hier machen? Bay Door Control. Outer Door Opening. Das sieht einfach nur zauberhaft aus. Oder? Also. Look. There's the Astraea. Well, what's left of it anyway? What happened to the fore section? Must have broken off when we made the jump. Stayed in the past.
don't suppose we'll ever manage to make it back. Ah, here comes our little friend now. Look familiar? That looks like the CubeSat I extracted from our old comms network. P09-CRM. I think you mean popcorn. Popcorn. It's about time. I was starting to think you've been lost. You call him Popcorn. Well, it's certainly better than P09-CRN. Don't you think, Echo Ooh. One? Fair point. So, did you find an emitter? And it's going to work this time? Close enough. All right, Jack, let's start pulling in the salvage. Where do you need me? There's a delivery chute along the wall to my left. It looks like a big tube sticking out of the wall. Good. Head over there, would you? On my way. Tube? Wo soll ich hingehen? Habt ihr das kapiert? Ah, da. Open in the salvage. You scan and identify it. Understood. Haha. Popcorn. Das ist so cool gemacht, Leute. Wirklich super. Oh. Come on, best let him out of there before he pops a circuit. Dekontaminieren. Ha, hi guy. Was geht ab mit dir? Oh, sorry. Yes, hello. So, the display emitter is inside? Ah, excellent. Let's finish sifting through the rest of the salvage. No. Geil. Welcome back. Und jetzt? Irgendwie, also du musst natürlich schon bei dem Spiel Englisch können und die ganze Zeit zuhören, weil sonst weißt du nämlich gar nicht, was du machen musst. We need to finish going through the salvage, Jack. Please head back over to the delivery chute, so we can finish up. Delivery? Das war doch hier, oder? Achso, das Ding. Was ist das denn? Dino? Well, I'll be buggered. It's Adam. Sorry, Adam? Yeah. Adam, the Ankylosaurus. Would you like to keep it? Your call. I mean, we don't need it, but I Adam. Suppose it would be nice to post it up on one of the calls or something. I suppose there's no harm in keeping it. Not at all. He jumped 400 years, same as us. We time travelers have to stick together. Dip, dip, dip. Jackhand. Dekontaminieren. See? There you go. It appears to be one of my upper extremities, or more accurately, what's left of it. Now just repeat that a few hundred more times and you'll start to get an idea of what it took to piece you back together. What should I do with this? Whatever you like. It's your hand, after all. We may as well keep it. Perhaps it might prove useful. Don't you mean it might come in handy? Ha!
Was that a serious question, or was that meant to be funny? Neither, apparently. Let's just move on, shall we? I'd estimate this hand suffered a fair amount of radiation damage. Yeah, I got lucky occasionally and found some pristine parts. Display emitter. That's it, Jack. The emitter. Ah, das Ding. Und das Ding geht. Yes, nice work, Popcorn. All right. Now we're off to the races. Das muss da unten rein, schätze ich mal, ne? Let's get that emitter down to the hollow table. Yeah. About time we got some answers. I'll meet you down there. On my way. Hier, nimm. Nein? Ah. Emitter installed. I'll squeeze underneath and reset the circuit. Was macht die denn? Right, just give me a tip. How's that? Hallo? See anything up there? Cool. I'm seeing an image, but it's glitching. Glitch. Right, give me a moment. Okay, if I'm reading these schematics right, the only way we're going to sort this out is by doing a complete master reset. As you might expect, there's a number of steps involved. I'm going to need your help here. What? Okay. You should be seeing a keypad up there. In order to start the reset process, you'll need a specific command code. Try 0915. Stand by. Confirmed. Code accepted. The system is requesting I use a slider to confirm. It is, however, locked. All right, I can unlock it. But this step requires a bit of coordination. I'll need to disconnect the circuit at the same time you confirm the reset. On the count of three. Das ist selben Zeit, zumindest machen. On three. Are you ready? I'm ready. Yeah. I'll unlock it. That was too early. Oh, three, sorry. Not before. Are you ready? I'm ready. I'll unlock it. One, two. Three. I'm detecting an increased amount of hydrocarbon particles in our vicinity. Is something burning? Oh shit. Shit. Ow, that's hot. Was macht die denn da? Okay, so we're gonna need another power coupling. Should be a replacement kicking on my ear somewhere. Think you could track it down for me? Any idea where to start? I'm sure there's a spare power coupling hanging around close by. You know where it is. Well, go on then. I'm on it. Also ich soll wahrscheinlich so ein Ding jetzt nochmal suchen, ne? Hier irgendwo. Da ist er. Wir haben immer nur einen ganz kurzen Boost. Here you are. Just give me a sec. Das ist einfach nur massiv geil gemacht, oder was sagt ihr dazu, Leute? Also, ich find's. Sorry, Captain. I'm afraid it's a lost cause. I think she was talking to me. I was just saving you the trouble. I'm getting older down here. It looks like it worked. The holotable is, more or less, online. More or less? The image is somewhat distorted. Well, that won't do. Hang on. How's that? Better? Yes, that rectified it. Chiron Station Network Access Client. Habitat Alpha online. Cool. Boah.
Mainframe connection established. Synchronizing control devices. Liv, you're beeping. Personal user interface synchronized. Well, that's helpful. All right, let's see what we can dig up. Here we are. Habitat A. Those icons. That must be us. I was right. Das sind wir. Yes, well, this has all been terribly enlightening. Shall we move on? Okay. So Synthetik, das bin ich. Human ist sie. What about the rest of the station? This is everything. Affirmative. This image represents all of Chiron Station. Right. Let's see who else is on board. Jack, you mind taking a look at the map while I keep searching on here? Ja, die, wir gucken jetzt, ob es hier noch jemand anderen Lebenden gibt oder irgendwas. Also hier scheint es keinen zu geben. Return. Hier. We're not receiving any signal from the other habitat. That's not a good sign. If there was anyone left, the other habitat would be where I'd expect to find them. Das ist einfach so mega cool gemacht. Manufacturing. Mal gucken, ob da was ist. This part of the facility appears to be under construction. You think there'd be someone around then? No reading. That's odd. Na? Generator? The station's generator is deserted as well. You see that readout? Running a little hot, wouldn't you say? Indeed. That would explain the power fluctuations we've been experiencing. Das ist heiß gelaufen. Ja, auch mal ein bisschen scannen. Hier ist nirgendwo jemand. Das kann doch alles nicht sein, oder? Every branch of the station connects to this structure here, the transit hub. Still no signs of any crew, or anyone at all, really. Dann nur noch das hier. Wenn hier keiner ist, dann sind wir komplett alleine. Not showing any occupants in the research wing either. There's no one. The station's deserted. According to this, we're alone. Yeah. Do you know what the hell? Where's the crew? Technically, I never said there was a crew on this station. So we're alone here. I didn't say that either. Huh? Forget it. I'm not going round in circles with you again. There's got to be something else. Captain Rose. Juno, unless you're about to explain to me exactly what the hell's going on, I would keep quiet. Der soll die Klappe halten, weil er nicht weiß, selber nicht weiß, was hier los ist. I think I might have hit upon something here. Looks like a priority message on a loop. Priority alert. Containment protocols breached. Multiple branch sectors compromised. General evacuation order has been issued. Oh dear. Evacuation order? Proceed immediately to your designated lifeboats. Message will repeat in 1 minute. All right, Juno. Start talking. Captain Rhodes, I assure you, there is no need for concern. Huh. Shit! Stromausfall! Uh-oh. What do you mean, uh-oh? I think we need to evacuate. What was that? Oh nein, Evakuierung. That was an electrical malfunction. You mean one of those electrical malfunctions you told us not to worry about? No. Okay, yes, but... This is different.
Different how? That last energy spike overloaded one of our substations. The HAPS power grid is collapsing. How do we stop it? We can't. At least not from here. So we're just supposed to sit here and do nothing? Juno. All right, listen carefully. I may only have a few moments before we lose contact. Jack, I'm unlocking your reactive cutter. There's an emergency release on the door leading out of here. You can use your cutter to gain access. You still have some time before the HAP becomes unsafe. Make your way to the terminal. There should be a tram there that will take you to... What? Juno? Das war's. Scheiße. Jetzt sind wir auf uns allein gestellt. You know, I always thought I'd enjoy this moment a bit more. Perhaps we should... Get the hell out of here. Yeah. Still a lot of questions that need answering, and sticking around here is not going to help us. Plus, life support is failing. Yeah, plus that. This must be the emergency release here. Behind this panel on the door. I'll take a look. I should be able to cut through the bolts that secure the panel. Allow me to perform an in-situ calibration. Try activating your cutter. We need to verify it still works. Cool. Cutter deployed. Cutter is functional. Good. Now, let's cut off that panel. One. Two. Three. Four. Das ist ja richtig geil. Mind giving it a go at that release handle? Nice. Nice. That did it. Here, help me pull it open. You take that side. Huh? Das ist ja so geil gemacht, Leute. Also ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Aber das war ja auch irgendwie klar, dass das geil ist, ne? Ja, ich glaube, das hier ist jetzt ein ganz guter Cliffhanger. Ich denke, dieses Spiel sollten wir mal durchzocken. Ich guck mal, wie viel Interesse bei euch da ist, dass ich das durchzocke. Wenn nicht, dann zocke ich privat durch. Ja, auf jeden Fall. Aber... das ist halt einfach absolut geil. Also, ich würde sagen, wir gehen mal zurück ins Studio und dann reden wir mal darüber. Ja, Leute, Lone Echo 2. Ich glaube, viel müssen wir darüber nicht reden, ne? Das ist mit eines oder sogar das beste VR-Spiel, was 2021 erschienen ist. Und das war allerdings auch vorher schon fast klar, ne? Ich habe ja damals schon so eine Demo davon gezockt. Ich glaube, vor 2 Jahren oder was. Und das ist ja so oft verschoben worden, aber das ist... so toll gemacht, diese Grafik, diese Steuerung, die Atmosphäre. Gut, jetzt können wir uns als Deutschsprachige wieder beschweren. Okay, alles auf Englisch, aber wir wissen ja, beim ersten Teil gab es auch Deutsch später. Weiß ich nicht, ob das jetzt vielleicht auch nochmal kommt oder so. Aber, na gut, ich meine, letztendlich müssen wir, also ich habe jetzt persönlich gar kein Problem damit, ich merke das bald auch fast gar nicht mehr, ob das jetzt Deutsch oder Englisch ist, aber ich verstehe natürlich, wenn ihr gerne auch das auf Deutsch haben wollt, aber das ist halt nun mal so, ja. Auf jeden Fall ist das für mich ein absoluter Pflichtkauf, das Spiel ist toll. Wenn wir diesen ganzen Schrott sehen, der die letzten Wochen, Monate rausgekommen ist, diese billigen Indie-Entwicklungen, wo du schon Augenkrebs kriegst, wenn du nur einmal reinguckst, dann ist das hier einfach eine Genugtuung, ja. Einfach super. Und ja, Pflichtkauf. Ich weiß leider nicht, was es kostet. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier gerade zocke, ist es noch nicht draußen. Ich würde aber so gut wie jeden Preis fast dafür bezahlen, ne? Also ein Fuffi, ich würde da locker ein Fuffi für springen lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil bei dem ganzen anderen Mist. Aber ich weiß nicht, was es kostet. Ne? So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, geht über meinen Amazon-Link. Da zahlt ihr nichts extra. Oder wenn ihr mich monatlich supporten wollt über Patreon oder YouTube-Kanalmitgliedschaft ab 1 Euro. Da kriegt ihr auch hinter den Kulissen-Videos Spezialrolle auf meinem Discord und Early Access zu meinen Videos. Daumen nach oben, Abo und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.